Ja, hallo, liebe Leute, ich bin's wieder, euer Sven Eisenbahner. So, Entschuldigung, bin gerade hier am Staubsaugen und was weiß ich hier alles. Ja, muss ja auch mal wieder sein und wieder sauber machen hier. Morgen ist schon wieder Sonntag. Na, morgen habe ich keine Zeit. Darum will ich das heute mal sauber machen nochmal hier. Die ganze Veranstaltung. Ja, Ostern geht das wieder weiter. Da hat man auch mehrere Tage nochmal frei zu Ostern. Wer weiß, ob das nicht bis Ostern sogar frei ist, ne? Viele machen ja, brauchen ja nicht mehr zu arbeiten oder weil wegen diesem Virus da. So, mal gucken, was mein Chef da sagt, ne? Bevor wir uns hier zu Kunden begeben und sowas. Immer ein Risiko. So, naja, nächstes Thema. Ja, wir haben jetzt hier mal alles nochmal abgesaugt, auch die Anlage so ein bisschen hier. War ja auch noch Staub und Dreck drauf. Ja, hier habe ich, glaube ich, eben einen Baum weggesägt. weggesägt, aber hier weggesaugt. Ja, den muss ich wieder mal wiederfinden, oder? Ja. Neuen Baum hinsetzen. Pech gehabt. Ist eben so. Ja, könnt ihr das überhaupt sehen hier? Manchmal ist Kamera, ihr kennt das ja. Ja, jetzt macht es scharf. Ja, die Rehe hier, die Hirsche hier. Ne? Da oben das Eichhörnchen. Da unten der Igel. Ja, jetzt kann man den gut sehen, den Igel. Jetzt macht die Kamera eigentlich mal scharf. Sehr schön. Jo. Hier die Schmetterlinge. Ja, da könnt ihr die sehen. Da ist einer. Und hier sind dann auch noch Schmetterlinge. Da gelb und blauer auf den Lupinien hier drauf, ne? Ja, so. Da oben sitzt noch eine Krähe auf dem Dach. Da könnt ihr die sehen. Warte mal, mach mal ein bisschen dichter ran. Da sitzt die Krähe. Warte mal. Da. Warte mal, wo habe ich denn noch eine Krähe? Die sitzt hier auf dem Dach. Auf dem Toilettenhäuschen. Da. Kann man das aber sehen? Da. Genau da. Ja. Ja, so eine, hier ist eine Schlange noch. Da sind oben auch noch ein paar Eichhörnchen. Auf dem Baum da, ne? Auf der Brotbuche. So. Ich denke mal, das kann sich sehen lassen, ne? Ich habe noch ein paar Tierchen über von diesen Wildtieren. Aber wie gesagt, das kommt so nach und nach. Hier oben sitzen die, da sitzt eine Eule noch auf dem Baum. Und hier sitzt eine Eule auf dem Baum. Die dann da, die dann hier den Hasen beobachtet, der da unten rumhüpft, hoppelt. Ja, Thema DDR-Platte hier bin ich am Legen. Und zwar, ja, hier, den habt ihr noch gar nicht gesehen, ne? Mein Minol-Tankwagen hier, passend zur DDR-Dinger hier. Ja. Da suche ich immer noch einige von. Aber wie das immer so ist, Flohmärkte, Börse, wenn man was sucht, dann findet man sowas, ne? Ganz komisch. Naja, gut. Aber wenn wir auch noch bestimmt einige von bekommen, irgendwann nach und nach. Ja, ich bin am Belegen. Ich habe ja noch so viele von diesen DDR-Platten hier. Also hier, DDR-Mauer, ne? Also da bin ich nochmal, überlegen, ob ich dann nochmal rübergehe mit dem Kram hier. Ja, aber so sieht das auch nicht mal so schlecht aus, ne? Ein bisschen gealtert, noch dreckig und sowas. Guck mal hier, das kann man auch ein bisschen wieder abkratzen, ein bisschen. Wenn das zu viel aussieht, dann sieht das auch unmöglich aus. So. Ja, geht wieder, ne?
Naja, bearbeiten wir noch mal ein bisschen mehr. Auf der Seite sieht er schon mal gar nicht so schlecht aus. Oh. Naja, kommt so Stück für Stück. Aber soweit bin ich eigentlich schon fertig. Also hier kommt der Wachturm hin. In dem Bereich hier. Ja. Ja, und dann habe ich gedacht, hier kommen noch ein paar Tannen zwischen. Sieht ein bisschen abgegrenzter aus, ne? Nicht gleich die Häuser direkt an der. Aha. Hab mal einen Aufruhr gehabt, so an der DDR, gleich die Mauer an den Häuser, an der Hauswand dran, so ungefähr, aber naja, hier habe ich überlegt, ich habe ja noch so viel DDR-Mauer, ne, diese Betonmauer, ob ich das jetzt hier vorne nochmal hinsetze, also wo jetzt der Güterwagen ist, hier vorne, so einmal an der Hauswand, hier, nicht an der Hauswand, aber an der Bahnstrecke nochmal längs. Ja, mal gucken, lasse ich mir auch noch was einfallen. Und dann mache ich dann da paar Graffitis noch drauf, ne? Warum nicht? Ja, da kommt, wie gesagt, der Wachturm hin. Und ja, da hinten ist ja der Trabi, der durch die Mauer fährt, da, ne? Dieses Plakat oder diese Werbung. Und ja, soweit. Hier kommt ja noch so ein Auto später hin, hier von der Volkspolizei oder ja, vom Wachdienst oder wie auch immer. Muss ich mir nochmal gucken, ob man sowas findet oder ob man sowas neu kaufen muss. Ja, mal schauen. Was ist das denn hier? So, ich dachte, ich habe gesaugt. Ja, wirklich den ganzen Boden mal hier längs gesaugt. Muss ja mal sein, ne? Ein Bohrs und Sägs hier. So. Ja, und das ist ja hier die Minol-Tankstelle. Die kann man als Shell-Tankstelle benutzen und als Minol umbauen. Und ich habe die jetzt als Minol, die wird auch noch gealtert und gesupert. So plastikartig, künstlich, gefällt mir überhaupt nicht. Die wird noch gesupert. Ja, dementsprechend dann auch aussieht, ne? Wie eine alte, ältere Tankstelle und nicht wie niegelnagelneu. Ja, so. Ja, mal gucken, ob ich das dann wirklich damit mache, mit der Telefonzelle oder hier die wieder Platz lasse. Auf jeden Fall kommen eine Telefonzelle auch noch hier hin. Ich glaube, ich habe da noch so eine gelbe. Dann könnte ich die da hinten später hier, das kommt nachher alles noch weg. Kommen noch mehr Platten ran, bis hier hinten ran ans Regal, ja. Und dann habe ich überlegt, ja, dass man dann hier Bahnhof hinbaut, hier noch in dem Bereich. Ja, ja, das ist eine alte Heizung hier. Von meinem Großvater noch damals. Ne? So ein Heizlüfter, Heizung oder was weiß ich. Ganz altes Ding hier. Benutzt man doch heute alles gar nicht mehr. Ne? Aber wie ältere Leute immer so sind oder waren, die haben viel aufbewahrt. Ne? Man könnte ja und man gibt vielleicht nochmal schlechte Zeiten. Ne? Ja, ja. Ja, so ist man. Ne? Ich bewahre auch vieles auf. Ja. Ich sag mal so, von der Verwandtschaft nimmt man ja vieles mit. Ist eben so. Wenn man alles wegschmeißen würde, ja, dann hat man auch dann gar nichts mehr. Und irgendwann steht man doof da. Ne? Und wenn es nur Schlitzschrauben sind, ne? Und brauchst dann wieder welche Schlitzschrauben, wenn du irgendwie eine schöne Holzkiste bauen willst. Sieht ja unmöglich aus mit Spackschrauben, ne? Ja. So ist das eben, ne? Ja. Ja, gut. Aber wie gesagt, hier kommt dann noch eine Platte ran. Ja. Dann geht er bis da hinten hin. Bis da ran. Und dann kommt hier, ich denke mal, so hier in dem Bereich kommt der Bahnhof hin später. Also, dass man das so. Und dann, wieso so zweigleisig? Hier ist ja schon eine Weiche drin. Zweigleisig. Dann. Das sieht dann nachher mega geil aus, ja? Kann ich den einen Zug hier reinfahren und der eine, den hier drin steht, der kann dann wieder raushauen, ne? Und dann kann man hier schön ja einiges tun an Fahrzeugen, Züge fahren lassen hier. Klar, die große Anlage, die kommt auch noch weiter in Betrieb, da bin ich auch immer zugange, Kabel löten, Kabel verlegen. Das mache ich alles noch nebenbei, ne? Das müsst ihr euch mal vorstellen. Oh,
Schoppermaschine. Naja, Motorradwetter wieder. Gutes Wetter heute. War erstmal auch noch schön spazieren. Und dann fahren die wieder mit Motorrädern. Cabrios fahren auch schon wieder. Es wird, na, nächste Woche soll es noch wärmer werden. Mal schauen, wie das Wetter wird. Ja, könnte man auch wieder Trainspotting ein bisschen machen. Mal schauen. Ja, gut. Viel gesabbelt, viel geredet. Aber wie gesagt, hier kommt dann auch noch ein ganz Plan noch mal, ne? Bis dahin hin. Ist geplant auf jeden Fall, ne? Da, bahnhofmäßig etc. und so, dass das denn hier hinkommt. Ja, Stück für Stück, ne? Man kann eben nicht alles auf einmal. Das ist genauso hier mit den Straßenfräsen. Also ich war gut auch schon, ja, 2 Tage dabei, ne? Mit der Straße fräsen. Und vor allem Gipsen und Fräsen, ne? Hier könnt ihr nochmal sehen. Kopfsteinpflasterstraße. Bip, bip, bip. Das wird noch ein bisschen dunkler grau hier. Ist noch zu hell. So. Hier kann man das nochmal sehen. Da. Einzeln die Steine. So, ne? Naja, also Stück für Stück. So. Nicht über den Staubsauger fallen, ja. Ich bin gerade, nämlich wie gesagt, am Saugen. Gut, ja. Ich sag mal, bis zum nächsten Video, ne? Und, ja. Vielen Dank fürs zahlreiche Abonnenten. Und vielen Dank für die Kommentare. Jeder neue Abonnent ist auch herzlich willkommen auf meinem Kanal, ne? Freue mich immer über neue Abonnenten, die meine Videos mögen. Ja, und ich sag mal so, bis dann. Tschüss, mach das gut, ne? Und man sieht sich, ne? Tschüss, tschüss.